herzlich willkommen bei Fittorial und Tag Nummer 24 unserer 30-tägigen Challenge. Heute mal wieder nur Quatschi-Quatschi. Ihr müsst kein Workout machen, dürft natürlich. Wir müssen heute mal über ein sehr, sehr, sehr schlimmes Thema sprechen. Über das Altern. Wir beide sind ja 23. Forever. Forever. Nein, also ja, wir gehen stramm auf die 40 zu und das ist gerade im Sport so ein magisches Alter. Magisch oder auch kritisch. Grundsätzlich kann man sagen, so die körperliche Höchstleistung, die vollbringt man so im Alter von 23 bis 28, so in dem Bereich sind immer die absoluten Spitzenwerte eigentlich zu sehen, wenn es um Schnellkraft geht. Ne? Also wann springt man am weitesten, wann sprintet man am schnellsten? Ich sag mal bis 30, danach geht es schon ziemlich steil bergab. Wie kann man sich jetzt trotzdem motivieren, weiterzumachen, wenn man merkt, okay, früher bin ich irgendwie mal höher gesprungen, ich bin mal schneller gelaufen. Das Schöne ist, es kommt ja nicht nur auf die Spitzenleistungen drauf an, sondern auch andere Aspekte im Sport. Vor allem, wenn man jetzt sowas macht wie ich Basketball spielen, also Teamsport oder du beim Tanzen. Dann kommt nämlich noch ein Aspekt mit rein und das ist nämlich die Technik. Mhm. So, und das Schöne ist, Technik, die kann sich noch ziemlich lange verbessern. Also selbst wenn man dann körperlich zwar schon, das klingt jetzt brutal, abbaut, kann das aber sein, dass man sich technisch noch weiterentwickelt. Ich hätte ein Beispiel, bei mir ist das so, mein Wurf beim Basketball wird immer besser. Der wird immer noch besser. Also, obwohl die eine Ebene sozusagen schon schlechter wird, wird aber das andere, das, oder auch mein Spielverständnis wird besser, oder auch in der Defense, also in der Verteidigung, dass ich besser, das Spiel besser lesen kann, so, also so Sachen. Da spielt wahrscheinlich auch Erfahrung mit rein, ne? Exakt. Also, dass du einfach, du hast ja schon viele Spiele gespielt in deinem Leben. Und das ist dann auch zum Beispiel, wenn du jetzt beim Tanzen, ne, die 50. oder 100. Choreo, die du lernst, wird dir wahrscheinlich irgendwann leichter fallen, das zu lernen. Man kennt manche Schrittfolgen, aber auch einfach der Prozess des Lernens. Mein Gehirn ist ja schon daran gewöhnt, die Dinge zu lernen. Und deswegen fällt mir das dann tatsächlich entsprechend leichter. Und wenn ich mein Coaching vorbereite, dann kommen mir viel schneller die Formulierungen in den Kopf, weil ich es einfach schon 100-fach gemacht habe. Ja. Dann kannst du es einfach abrufen. Das ist dann etwas, was dann trotz des Alterns den Sport immer trotzdem noch schön macht. Also immer sogar noch schöner. Also ich werfe heute besser Dreier als je zuvor. Das heißt, das Dreierwerfen, also von weiter weg, macht mir mehr Spaß als vor 10 Jahren. Eine weitere Sache, die man natürlich machen kann, wenn man merkt, man wird ein bisschen älter, man ist nicht mehr ganz so schnell, man kann auch die Sportarten ein bisschen verändern. Zum Beispiel Radfahren ist etwas, das kann man noch ziemlich, ziemlich lange machen, auch noch gute Leistungen bringen. Also man sieht vor allem auch in Leistungssportarten, wo es um Herz-Kreislauf geht, dass die Menschen tatsächlich noch älter sein können. Also man kann auch dann noch mit 45, 50 echt respektable Leistungen bringen. Das heißt, irgendwann, und das ist jetzt gerade so eine heiße Phase für mich auch, dass ich mich damit abfinden muss. Ja, vielleicht kann ich nicht mehr so toll so hoch springen, aber vielleicht kann ich jetzt eine Stunde lang schwimmen oder sowas. Ja? Und das ist etwas, das kann ich auch noch ab jetzt sogar immer noch steigern, die nächsten 10, 20 Jahre. Also einfach auch nochmal einen Blick haben, wenn das eine nicht mehr geht, andere Ziele suchen. Ja. Was aber nicht heißt, dass man den Kraftsport komplett vernachlässigen muss. Auf also gar keinen gerade Fall. Für Knochen, ne? Stichwort Osteoporose, ist das natürlich super wichtig. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit natürlich sehr auf den Leistungsgedanken geguckt, wo kann man noch Leistung bringen und so weiter. Wir müssen natürlich noch über eine Sache sprechen, wo es gar nicht um Leistung geht, sondern einfach um Lebensqualität. Ja. Und da wird dann tatsächlich Sport, gerade wenn man älter wird, immer wichtiger, weil der Sport eben dazu beitragen kann, dass die Lebensqualität trotz des Älterwerdens erhalten bleibt, oben bleibt. Gerade wenn man dann dafür sorgt, dass man vielleicht nicht auseinandergeht, ne, sein Gewicht gut hält, immer noch die Kraft und so weiter hat. Haben wir ja schon drüber gesprochen, dass auch die Gelenke dann dankbar sind dafür. Ja. Auf jeden Fall. Und ich bin zum Beispiel auch so ein Kandidat. Ich werde sehr wahrscheinlich Arthrose bekommen. Teilweise schon merkbar, spürbar.
Hauptgrund eine der vielen Knieoperationen. Und dann habe ich auch mit meinem Arzt mal darüber gesprochen. Und er sagte, ja, Sie haben eigentlich nur eine Möglichkeit, immer in Bewegung bleiben. Ja. Denn das Schlimmste, was ich dem Kniegelenk jetzt antun kann, ist im Prinzip, es nicht mehr zu benutzen. Dann können wir davon ausgehen, dann stirbt mir das Gewebe sozusagen so unter der Haut weg. Ja. Das kann man als schlimm betrachten oder man kann sagen, ja gut, dann nehme ich das doch als Chance oder nehme das als Motivation, einfach immer in Bewegung bleiben. Und ich finde auch, da ist nochmal so ein Kerngedanke bei mir auch immer, ich finde das nicht abschreckend, wenn mir jemand sagt, du musst dein Leben lang Sport machen, sondern Bewegung ist doch das Leben. Ja. Ja, also ab dem Moment, wo ich mich gar nicht mehr bewege, bin ich nämlich tot. Ja. So, und deswegen ist natürlich mein Ziel, solange es irgendwie nur geht, will ich mich bewegen. Ja, in Bewegung bleiben. Ja. Aber auch wenn man irgendwie sagt, ich war mein Leben eigentlich nie so sportlich. Das klingt immer so doof, aber es ist wirklich nie zu spät, um anzufangen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also, und gerade wenn ihr jetzt erst anfangt, habt ihr das schöne Erlebnis, dass ihr euch sogar noch steigern könnt. Also manchmal war man ja vielleicht noch gar nicht an irgendeinem Leistungslimit. Dann kann man, seine Leistung auch immer noch ganz einfach mit 40, 50, 60 steigern. Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen motiviert. Und die Ausrede, ach, ich bin zu alt für diesen Kram, die zählt nicht.